Jesuiten. Abmarsch, Abmarsch, Kamera runter. Bitte wegnehmen, Finger weg. Nein. Das sind offizielle Personen hier, ne? Darf das hin? Darf das hin? Willst du irgendwas sagen? Ja, ich bin wirklich unglaublich aufgebracht. Ich dachte hier, wir sind hier unter Demokraten. Man hat mir das Rederecht mitten am Redebeitrag entzogen und plötzlich. Gehst du bitte weg? Gehst du bitte weg? Gehst du bitte weg? Finger weg, oder ich werde angreiflich. Dennis, komm einfach mit. Gerne. Ich wurde dir untersagt, ich kann dir nicht verfügen, also wenn du das brauchst, nicht allein. Okay, möchtest du jetzt irgendwas sagen? Gemein war, wie was die ganze Versammlung dir gegenüber gebracht hat. Ich muss mal greifen, ein bisschen beruhigen. Ja, ja, mach mal. Alles in Ordnung. Also mit sowas hätte ich absolut nie gerechnet. Ja. Laut Satzung können Mitglieder der Piratenpartei auch Mitglieder anderer Parteien werden. Ich habe aus Verantwortungsgefühl angefangen, die AfD zu unterstützen, weil ich als Finanzanalyst mich auskenne und der Meinung bin, dass wir dieses betrügerische Eurosystem, das vor allem dazu benutzt wird, dass Banken und Milliardäre, Riesenfinanzinvestoren, unglaublich viel Geld bekommen, dass das gestoppt werden muss. Okay, was ist jetzt der eigentliche Grund, den man dir vorwirft, dass du das Hausverbot bekommst? Ich weiß es bis jetzt nicht. Das weiß, hat man dir nicht mitgeteilt? Mitten, ich habe angefangen zu reden, ja. Also offensichtlich, man hätte mich ja nicht angefangen lassen zu reden, wenn schon Hausverbot bestanden hätte, ja. Und dann plötzlich nach den ersten Sätzen kam Hausverbot. Okay. Das heißt, du weißt überhaupt nicht, was hier vorgeworfen wird? Okay. Und das ist absolut undemokratisch. Das ist also wirklich ein Armutszeugnis. Du bist Mitglied der Piratenpartei? Piraten. Noch immer? Also ich bin 56. Mitglied der Piraten. Ja, ich bin seit 2006 dabei. Du bist auch als Presse akkreditiert, sehe ich gerade. Ja, ich bin auch freier Journalist. Okay. Ja. Okay. Und wie findest du das? Wie würdest du das bewerten jetzt? Und, also wenn es jetzt... ich sollte natürlich auch noch das hier dran machen. Naja. Okay. Naja, weil ich habe ein Piraten-T-Shirt. Das ist Ausdruck meiner Überzeugung hier. Freiheit statt Kollektivismus. Wir müssen aufpassen, dass die Freiheit nicht durch solche Mechanismen wie zum Beispiel den ESM durch zu viel Kollektivismus zerstört wird. Also ich möchte jetzt nicht so viel über die AfD wissen. Ich möchte jetzt eigentlich wissen, warum jetzt sozusagen das Hausverbot passiert ist und was du... Das ist, weil er AfD-Mitglied ist. Aus einem anderen Grund hat er fast nichts bekommen. Aber die Versammlung mag ihn nicht. Du hast gehört, wie sie rausgeschrieben wurde. Dass sich kein Mensch darüber aufregt. Danke dir, oder? Okay, gut. Ich mache jetzt mal an der Stelle Cut, ja? Okay. Die Belästigung von Herrn Schlömer mehrfach. Ich habe versucht, mit Herrn Schlömer etwas zu reden. Ja, Herr Schlömer mochte nicht mit ihm reden. Herr Schlömer ist ein kleiner Mensch. Das haben Sie mehrfach nicht akzeptiert. Doch, habe ich. Ich stand daneben. Fehlt Ihnen irgendetwas, Herr Jan? Das Verteilen des Democracy Flyers kein Problem darstellt. Das liegt mit Democracy, wir reden hier über den Speiserohr. Einen anderen Flyer habe ich nicht verteilt. Ich habe lediglich einer einzigen Person, aufgrund eines Privatgesprächs. Fehlt Ihnen etwas, Herr? Ja. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass er aufgrund eines Gesprächs mit Bernd Schlömer irgendwie das Haus? Nein. Ihm gegenüber mache ich keine Aussagen, Herr Flagge. Okay. Das ist ja aber sehr, sehr transparent. Erläutert, das ist doch völlig in Ordnung. Ich darf mich mit den Personen, mit denen ich rede, aussuchen. Fehlt Ihnen
sind Ihre Sachen vollzählig? Ich gucke gerade nach, aber ich bin noch sehr aufgeregt. Ja, das verstehe ich, deswegen warte ich, dass Sie mir bestätigen können, dass die Sachen, Ihre Sachen vollständig sind. Ich finde nur das Strom ohne zu sehen. Das heißt, er soll jetzt seine Presseakkreditierung noch abgeben. Da er ein Hausverbot erhalten hat, ist auf die Widerruf. Mhm. Aber da sie mir ausgehandelt wurde und ich natürlich nicht wieder versuchen werde, hier reinzugehen, möchte ich sie gerne behalten. Mensch, mich. Also finde ich diesen gut, aber ich sehe nicht eine ganz schwierige Situation. Warum denn? Weil ich im Zweifelsfall aufgrund des Hausverbotes dann dazu schreiten muss, die Polizei zu bitten, dass sie sich einzuziehen, da die Dinge eben doch eigentlich zu helfen sind. Diesen Akkreditierungsanteil. Es wäre genauso, wenn sie verweigern würden, einer öffentlichen Stelle den Personalausweis zurückzugeben, wenn sie das auffordern würden. Leider rechtlich nicht haltbar. Ich bitte den trotzdem nochmal. Da kenne ich mich nicht aus. Ja. Hast du eine Zueignungsabsicht? Sollte das hier Eigentum des Parteitages sein, beziehungsweise der Piratenpartei? Würdest du es dann zurückgeben? Wenn es rechtlich eindeutig ist, dann natürlich ja. Okay, alles klar. Aber mich verwundert das jetzt halt auch. Mhm. Also, nach dem, was hier passiert ist, habe ich ja keinen Grund, leider den Aussagen zu vertrauen. Und da ich hier akkreditiert war, möchte ich das auch gerne sozusagen aus persönlichen Gründen dann behalten. Herr Jack, das ist eine Zutrittsgenehmigung. Eine Zutrittsgenehmigung haben wir in Wiederholung. Danke. Ruf mal an. Wer ruft jetzt die Polizei? Weiß ich nicht, wer da anruft. Ich würde es gerne ohne irgendwie. Ich versuche meinen Anwalt zu erreichen. Wir haben auch gestern schon mitgekriegt. Gibt es nicht eine einfache Lösung? Deine Entscheidung, Jan. Ist nicht eine einfache Lösung, dass ihr das irgendwie von ihm zurückfordert auf dem zivilrechtlichen Weg, wenn ihr das nochmal geklärt habt? Das wäre auch möglich. Also allerdings, okay, wenn... Das wäre eigentlich das Erste, was man macht, außer es ist Gefahr im Verzug. Nicht der Gefahr im Verzug gegeben, dass ich verspreche, dass ich nicht versuchen werde, hier wieder hineinzugehen. Ja, wir befinden uns in Bayern. Vergesst das bitte nicht. Wir haben sehr strenge Polizeiaufgaben. Ich bin an der Stelle wirklich in einer echt saublöden Situation. Und ich bin eigentlich nur am gucken, ob wir eine Regelung, die völlig ohne Stress, mit angemessenem Anstand und mit entsprechender Würde läuft. Es ist eine politische Veranstaltung. Das Eis ist in jeder Hinsicht, egal was wir oder Herr Jackson sagen oder tun. Darf ich euch bitten, die nicht daran beteiligen, das uns lehren zu lassen, dass nicht noch mehr dazu machen? Ja, nee, ich wollte nur einen Vorschlag machen. Ich verpflichte mich auch, sofern also das zutrifft, dass das Eigentum von den Piraten ist, natürlich das zurückzugeben. Aber nach rechtlicher Prüfung. Ich meine, jetzt am Sonntag werde ich auch kommen, damit da jemanden erreichen kann. Ihr habt jetzt die Polizei gerufen? Leute, immer noch dabei zu kommunizieren und versuchen, findest du nicht einfach, dass es eine weniger invasive Möglichkeit gäbe, das Ganze zu regeln? Ja, indem Herr Jacken mir dieses Bild aufregt. Aber mir wurde das ja ausgehängt. Hier steht ja auch nirgends drauf, dass das irgendwie eingekommen ist. Herr Flagge, ich hatte so rund gesagt, dass Sie nicht gefilmt werden. Ich habe eine Vertretung, eine inhaltliche Vertretung der Partei und wollte hier einen Redebeitrag dazu äußern. Das muss man natürlich damit, wenn Sie mir zustimmen, ich bin hier akkreditiert als Stimmrechtlich. So. Dann habe ich angefangen mit meinem Redebeitrag und plötzlich
wurde gesagt, sie haben Hausverbot. Sie kann nicht mehr leben. Sie müssen raus. Ja. Und dann habe ich laut gesagt, dass das ist das Demokratie? Weil die Piraten stehen ja eigentlich für Basisdemokratie, für echte Demokratie. Zumindest aus dem Grund, dass Volk der Piraten. Und die Piraten sind auch für Transparenz und Offenheit. Ja, trotzdem, also würde ich weiter gewaltsam, aber also ohne dass ich jetzt irgendwie geschlagen würde, sondern einfach nur also, gewaltsam abgeführt. Ich war dann noch im Manifestbereich, weil ich da eben auch als Teil von Liste bin, und meine Sachen zu holen. Und jetzt, nachdem wir jetzt hier also den Hausrechtsbereich verlassen haben, wurde mir eben gesagt, dass ich hier die Akkreditierung abgeben soll. Von keinem Journalisten wird sowas verlangt. Ja? Und ich habe nichts irgendwo unterschreiben müssen, von wegen, dass ich verpflichtet bin, das abzugeben. Hier steht nirgendwo drauf, irgendwie Eigentum der Piraten zu verlangen. Oder muss abgegeben werden, das verlassen. Das, was heute passiert ist, ist für mich ein Leben, ein Ereignis, ja, das ich so absolut nie gedacht hätte, dass das so ablaufen könnte. Gut, in einem anderen Redebeitrag am Freitag ist mir leider die Zeit aus dem Ruder gelaufen, deswegen konnte ich gewisse konstruktive Worte am Ende nicht mehr sagen. Und deswegen habe ich die Debatte, also die Kontroverse, etwas vergrößert. Jetzt kommen die und sagen, sie müssen das abgeben. Ja? Ich weiß nicht, jemand von Ihnen vorliegt. Von wem haben Sie es bekommen? Von der Akkreditierung Bei der Pressestelle. Genau. Und die sind ja wahrscheinlich von Eigentümer. Ja, wenn Sie die Tauschen liegen, dann ist es ja unbedingt rechtlich gesehen. Also kann man nicht daraus den einen oder anderen beobachten. Ja, meiner Meinung nach. Ja. Aber ist jetzt halt von Ihnen jetzt, wenn ich Jurist wäre, dann ziehen Sie Uniform nicht an. Zu weit bürsten sei ich dann das. Nein, es gibt ja auch Beamten. Ja, das ist ja in meiner Gehaltsklasse. Okay. Sie haben Hausverbot. Habe ich vorgeschlagen, dass man hier ungültig braucht. Und so ein Hausverbot, und deshalb sollte es das auch geben. Ja, dass Sie keine Zugangsberechtigung mehr haben. Mhm. Weil sonst funktionieren hier einen anderen Eingang, bei einfach über Zugangsberechtigung. Und das geht halt. Jeder kennt mich jetzt hier, also es ist unmöglich. Trotzdem, um das geht. Ja, dann kann man also ja auch hier ungültig draufschreiben. Ja, das würde ich doch vorschlagen, wenn Sie das jetzt haben, die abgeben. Mhm. Ja, dann geben Sie das drauf. Und Sie können ja das dann wieder irgendwann anfangen. Nein, nachdem was hier passiert ist, kann ich nicht mehr damit hier rechnen, dass hier fair dann mit Leuten umgegangen wird. Warum wollen Sie es dann behalten? Es ist sagen ein Souvenir. Nein, mehr als das. Es ist ein Teil der Geschichte, meiner Geschichte in der Piratenpartei. Aber ich denke, das ist doch vernünftig. Andere Idee. Ja. Kann ich das nicht Ihnen geben? Und Sie bewahren das erstmal auf, bis rechtlich geklärt wird, ob jetzt die Piratenpartei der dazu steht oder nicht. Wenn wir das so machen, sind Sie damit einverstanden? Woher gibt es Punkt? Nach Beendigung des Parteitages kann man es wieder haben. Ich hätte kein Problem damit. Ich hätte auch kein Problem damit. Dann machen wir es so. Gut. Ich schreibe nur kurz Ihre Personalien auf, damit wir das bei uns merken. Das ist bei uns und Sie können das wieder abholen, wenn der Parteitag vorbei ist. Okay? Super. Danke. Haben Sie einen Aufruf? Schön, doch. Ja. Entschuldigung, darf ich Sie kurz fragen, ob Sie gegen die Videoaufnahmen irgendwas einzuwenden haben? Grundsätzlich ja. Dann verpixeln wir Sie. Also, gut, Dankeschön. Sie auch, ja? Okay. Das habe ich zur Kenntnis genommen. Herr Polkert, möchten Sie zum Hausverbot irgendwas sagen? Herr Polkert, möchten Sie irgendwas zum Hausverbot sagen? Oh, danke schön.
Was wollt ihr da draußen mit mir? Okay. Gut. Da bin ich sogar sehr mit einverstanden. So, habt ihr was dagegen, wenn ich mich auf die Kante setze? Haben Sie was dagegen, wenn der Herr dabei ist? Nee, den habe ich sogar mitgebracht. Gut. Herr Plagge, ich drohe Ihnen hiermit ein Hausverbot an. Sie haben nach mehreren Aussagen einem Teammitglied der Sicherheit, der Organisation des Bundesparteitages, Gewalt angedroht. Mit dem Wortlaut: geht beiseite, sonst werde ich handgreiflich. Vielen Dank. Mhm. Möchtest du da eine Stellungnahme zu hören? Bei einer Verkündigung kommt selbst eine Stellungnahme. Mhm. Das heißt, ihr geht irgendwie vor, ohne die Stellungnahme zu hören. Darf ich dagegen Protest einlegen? Das steht natürlich immer frei von der Versammlung, wenn Sie alles sagen.